Nur knapp 35 Kilometer liegen zwischen Illertissen und Memmingen. In der Tabelle trennen den FVI und den FCM allerdings satte 25 Punkte. Nicht nur deshalb sind die Rollen im für beide Teams einzigen Derby der Saison klar verteilt. Das Team von Holger Bachtaler hat die durchaus schwerwiegenden Abgänge im Winter offenbar sehr gut verkraftet und ist im neuen Jahr noch verlustpunktfrei. Die Gäste ganz in Rot warten dagegen mittlerweile schon seit 11 Spielen auf einen Dreier. Zudem gab es in den vergangenen 6 Liga-Vergleichen mit dem FVI, wie auch beim deutlichen 1:4 im Hinspiel, keinen Sieg. Trotzdem haben solche Nachbarduelle ja bekanntlich oft ihre eigenen Gesetze. Doch diese Hoffnung aus heimischer Sicht zerschlug sich zunächst erst einmal. In der 8. Minute findet Marco Gölz mit seiner Flanke Nico Fundel und der versenkt das Ding traumhaft im Winkel. Trotz der Schönheit dieses Treffers der Jubel verhalten, der Torschütze nämlich einer von mehreren Ex-Memmingern beim FVI, der nach dem Last-Minute-Sieg in Filzing also gleich wieder in die Spur findet. Früher Rückschlag dagegen für den Tabellenvorletzten, der sich nach dem 0:4 gegen die Bayern Amateure in der Vorwoche zwar einiges vorgenommen hatte, dies allerdings nicht in die Tat umsetzen konnte. Maximilian Dolinski hier mal mit einem Versuch, die Gefahr für das Gehäuse von Felix Thiel aber überschaubar. Ansonsten hatte die Heimelf das Geschehen mit der Führung im Rücken weitestgehend unter Kontrolle, ohne selbst wirklich zwingend zu werden. Einzige Ausnahme die 32. Minute, da macht Daniele Gabriele eigentlich alles richtig, zielt dann aber am fast leeren Tor vorbei. Das tatsächlich neben dem 1:0 das einzig echte Highlight in einer ansonsten sehr ereignisarmen und vom extremen Wind geprägten ersten Halbzeit vor nicht ganz 600 Zuschauern im Föhlin-Stadion. Schnell rein also in Durchgang 2 und in die 54. Minute. Da kommt Sascha Hingerl an den Ball, wird nicht angegriffen, zieht einfach mal ab und der Ball schlägt tatsächlich rechts unten im Eck ein. Völlig aus dem Nichts der Ausgleich für Memmingen durch das zweite Saisontor des Winterneuzugangs. Sein erstes hatte er in der Hinrunde noch für Türkgücü München erzielt. Jetzt also wieder alles offen und allgemein Memmingen nach dem Seitenwechsel viel mutiger und bissiger. Pascal Meyer da mit dem Ballgewinn, sein Abschluss dann aber mit zu wenig Überzeugung. Trotzdem die Gäste jetzt näher dran am zweiten als Illertissen. In der 73. Minute kommt wieder Hingerl frei zum Schuss, zielt aber haarscharf daneben. Von den Gastgebern kam im zweiten Abschnitt bis dato fast gar nichts. In der 80. Minute dann aber Freistoß und den zaubert Fundel über die Mauer in die Maschen zum 2:1. Traumhafter Doppelpack also des 23-Jährigen, der sein Team damit wieder auf die Siegerstraße bringt. Memmingen nun gebrochen und das nutzte der FVI in der Nachspielzeit zum Todesstoß. Nach der Hereingabe von David Udoku muss Yannick Glessing nur noch einschieben und macht mit dem 3:1 den Deckel drauf. Trotzdem insgesamt ein etwas schmeichelhafter Derby-Sieg, auch dank Matchwinner Nico Fundel. Ja, also dass ich den am Anfang so treffe, hätte ich auch nicht selber nicht gedacht. Aber umso besser, dass wir 1:0 in Führung gegangen sind. Dann schwierige Bedingungen mit Wind, mit schlechtem Platz. Ja, kein schönes Spiel, aber im Endeffekt zählen die 3 Punkte. Insgesamt schwer zu schlucken heute. Ich denke, über 90 Minuten ein Spiel, in dem wir es über die meiste Zeit nicht schlecht gemacht haben. Wir haben in den ersten 10, 12 Minuten ein bisschen Probleme gehabt mit der Zuordnung. Von der Leistung her, von der Art und Weise, wie wir es angegangen sind, gegen eine wirklich richtig, richtig gute Mannschaft, die sehr gefestigt wird, ordentlich. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht Woche für Woche so ein bisschen Ausflüchte suchen und müssen einfach Wege finden, mit der Enttäuschung zurechtzukommen und dann auch zu punkten. Memmingen macht also in negativer Hinsicht das Dutzend voll und ist nun schon seit 12 Partien sieglos. So wird es verdammt schwer, die angestrebten Relegationsränge noch zu erreichen. Illertissen feierte gegen jahresübergreifend den 5. Dreier in Folge und bestätigt seinen hervorragenden 4. Tabellenplatz.